Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Morgen, ihr seid wach, ihr seid da. Wie schön. Herzlich willkommen auch von mir hier bei uns in der Ekklesia-Gemeinde. Es ist ganz fantastisch, dass du gekommen bist, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich liebe das, sonntags Gottesdienst zu feiern hier in der Ekklesia. Heißt Marc, bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich total, dass ich mit dir ein paar Gedanken heute teilen darf über ein Bibelwort, das wir uns heute gemeinsam ein wenig anschauen möchten. Ja, heute starten wir in eine sommerliche Predigtserie mit der Überschrift, ihr seht es schon, Sommer in der Ekklesia. Nach vielen starken thematischen Predigtserien werden wir nun eine Pause machen, was die längere Beschäftigung mit einzelnen Themen angeht. Und in den kommenden Sommerwochen werden wir ganz unterschiedliche Predigtthemen haben und auch Sprecher hören, die wir hier in der Ekklesia noch nie gehört haben. Da dürft ihr ganz, ganz gespannt sein, was in diesem Sommer so ansteht, Sommer in der Ekklesia. Ich bin total happy, weil ich weiß, was kommt. Ihr noch nicht, aber ihr werdet es sehen. Ich möchte direkt hineinspringen, so in den Predigttext für die heutige Predigt. Wir finden sie im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Und den Bibellesern unter uns wird der Titel direkt etwas sagen, okay? Der Titel der Predigt lautet, die Frau aus Samarien. Die Frau aus Samarien. Möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gelegenheit, dass wir zusammenkommen bei diesem wunderbaren Wetter, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Herr, es geht nicht um uns, es geht um dich. Wir stellen dich ins Zentrum und wir sagen dir, Herr, wir wollen Hörende sein. Wir wollen Menschen sein, die von dir empfangen, von dir verändert werden, durch deinen Geist in unserem Denken, in unserem Herzen. Und ich bete darum, gebrauche diese Predigt heute Morgen. Gebrauche die Worte, die ich spreche. Und Herr, ich bete darum, dass sie nicht über Köpfe hinweggeht, sondern dass sie Herzen berührt und du dich offenbarst als der lebendige, allmächtige Gott, der uns liebt und der für uns ist. Amen. Amen. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Jesu Dienst beginnt. Er wird immer populärer. Die Leute kennen seinen Namen, man spricht über ihn. Man spricht über ihn auf dem Marktplatz. Die Leute haben vielleicht von ersten Wundern gehört, sind begeistert von seiner einzigartigen Art und Weise und seiner Vollmacht zu lehren, zu sprechen, zu predigen. Sie wollen in seiner Nähe sein. Sie suchen ihn. Wo ist er hingegangen? Ich will in seiner Nähe sein. Und viele fangen an, ihm zu glauben, dem zu glauben, was er sagt. Viele fangen an, auch an ihn zu glauben, an ihn selbst. Sie werden seine Jünger. Menschen werden in Scharen Nachfolger von Jesus, also seine Jünger. Und es ist sehr interessant, dass Nachfolge und Taufe hier in diesen Versen, die ich eingangs jetzt gelesen habe, sehr eng zueinander gehören, oder? Die 12 von ihm persönlich berufenen Jünger hatten die Aufgabe übernommen zu taufen und sie tauften sogar mehr als Johannes. Das ist schon erstaunlich, wenn wir bedenken, dass der Beiname von Johannes ja der war, Johannes der Täufer. Dafür war er bekannt. Am Jordan, überall wo es Wasser gab, zog er die Scharen an als Vorbote von Jesus, der auf ihn hinwies und er taufte die Menschen. Und jetzt heißt es, Jesus taufte noch mehr. Johannes war bekannt als Johnny Baptizo. Johannes der Baptist, Johannes der Täufer. Und jetzt lesen wir, Jesus taufte mehr als Johannes. Leute kamen zu ihm, scharenweise, und seine Jünger bekamen den Auftrag. Sie tauften dann diese Menschen, so wie Johannes es tat. Es ist auch interessant, dass Jesus selbst nicht taufte, oder? Man könnte ja sagen, Jesus, ich meine, du bist doch den Schritt auch gegangen. Du warst bei Johannes am Jordan, du hast dich taufen lassen. Und jetzt kommen so viele Menschen und ihr tauft mega viele Leute. Wieso machst du das nicht selbst? Ist das nicht vielleicht Chefsache? So Jesus und die Leute kommen und zack, 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 ein nach dem anderen. Jesus zieht sich in diesem Augenblick, in dieser Aufgabe etwas zurück und er lässt seine Jünger das tun. Warum? Warum tut er das? Hier ein Erklärungsversuch. Diese Taufe, die damals vollzogen wurde, war noch keine christliche Taufe. Denn eine Taufe auf den Namen des dreieinen Gottes war erst nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu möglich.
Jesus wusste, dass diese Taufe noch kommen würde und nahm sich daher etwas zurück und überließ es seinen Jüngern, ganz in johannäischer Tradition, eine Taufe als Ausdruck der Umkehr zu Gott durchzuführen. Eine sogenannte Bußtaufe. Eine Taufe, die symbolisiert, das ist ein Punkt, in dem ich umkehre. Gott, ich war weg von dir, ich mache wieder ganze Sache mit dir. Ich habe von dir gehört und ich kenne diesen Jesus und höre ihn, wie vollmächtig er redet. Gott, ich kann nicht anders, ich bin berührt in meinem Herzen. Ich will wieder ganze Sache machen mit dir. Ich kehre um. Jesus erfährt, dass nun auch die religiösen Führer auf ihn aufmerksam geworden sind. Ihnen missfällt seine Popularität und seine Botschaft vor allen Dingen. Genauso wie auch Johannes der Täufer ihnen ein Dorn im Auge war. Denn Jesus stellt mit seiner Lehre einen großen Teil ihrer Lehre in Frage. Jesus bekommt das mit. Oh oh, die Mächtigen, die religiösen Führer, so die High-Society-Theologen, die haben dich jetzt auf dem Schirm. Weißt du, Jesus hatte keine Angst vor ihnen. Der weitere Dienst Jesu zeigt das ganz, ganz deutlich. Immer wieder war er bereit, in die Konfrontation zu gehen und klar zu sagen, was der Wille Gottes ist und lehrte Menschen. Jesus hat keine Angst vor ihnen, aber er hört davon und entscheidet sich, diese Konfrontation mit ihnen etwas nach hinten zu schieben. Und die Zeit dafür war einfach noch nicht gekommen. Jesus hört davon, sie haben mich jetzt auf dem Schirm und er entscheidet sich, ich gehe an einen anderen Ort. Und so haben wir es ja gerade gelesen. Er verlässt Judäa und geht nach Galiläa. Ich möchte euch diese Karte mal zeigen. Jesus befindet sich hier im Gebiet von Judäa. Wahrscheinlich in der Nähe des Jordans, da war viel fließendes Wasser, dort konnte man wunderbar taufen. Und er merkt, die haben mich auf dem Schirm, ich muss wieder zurück nach Galiläa gehen. Okay? Das ist das, was Jesus vorhat. Und dann lesen wir in Vers 4 Folgendes, dabei musste er durch Samarien gehen. Ich werde euch gleich viel zu diesem Satz sagen, weil er zumindest für jemanden mit jüdischem Hintergrund bereits etwas deutlich macht. Okay, da werden die Augen groß. Die genaueste Übersetzung dieses Satzes aus dem Griechischen lautet, es war nötig. Es war nötig für Jesus, durch dieses Gebiet, was ja dazwischen liegt, Samarien zu gehen, um nach Galiläa zu kommen. Und jetzt gebe ich dir mal die PMU, ja, die Pastor-Marke-Übersetzung, wie ich es vielleicht ausdrücken würde. Es war notwendig, dass Jesus durch Samarien reiste. Es war notwendig. Etwas ist notwendig, wenn eine Not zu wenden ist. Etwas ist notwendig, wenn eine Not zu wenden ist. Behalt das mal bitte im Hinterkopf. Genauso wie wenn du Pfannkuchen machst, ja, und es wäre eine ganz große Not, wenn der verkohlt, deswegen wendest du den. So, ja? Es ist notwendig, dass du ihn wendest. Da bestand eine Notwendigkeit und Jesus wusste davon, dass er durch dieses Gebiet geht. Warum ist diese Aussage dieses kurzen Verses etwas eigenartig? Einem Leser mit jüdischem Hintergrund fällt hier direkt etwas auf, ihm fällt direkt etwas ins Auge, das ich dir ganz kurz erklären möchte. Das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria wurde erobert und viele wurden nach Assyrien verschleppt. Nun, um den Frieden im Nordreich weiterhin zu sichern, wurden Ausländer dorthin umgesiedelt. Das heißt, ein ganz, ganz großer Teil der Juden weg nach Assyrien und Ausländer dorthin, damit es weiter besiedelt ist. Die übrig gebliebenen Juden dort gingen mit diesen Ausländern Mischehen ein. Und dadurch wurde die Bevölkerung im Norden unrein. Und die reinen Juden im Süden hassten die Bevölkerung im Norden dafür. Sie werteten das als Verrat am eigenen Volk und an dem eigenen Glauben. Und diese Bevölkerung nannte man Samaritaner, nach der Hauptstadt des Nordreichs Samaria benannt. Warum erzähle ich das Ganze? Ein wahrer Jude, ein Jude, der aus dem Südreich kommt, ja, sie hielten sich für die Wahren und die anderen, das ist schon alles nicht mehr so das Wahre. Ein wahrer Jude meidete unter allen nur erdenklichen Umständen den Kontakt mit diesen Samaritanern, diesen unreinen Verrätern vielleicht in ihren Augen. Ja, nicht einmal das Gebiet der Samaritaner würde ein wahrer Jude betreten. Er würde lieber einen Umweg in Kauf nehmen, als einen Fuß in dieses Gebiet zu setzen. Also welche Option hatte Jesus, wenn wir eine Folie zurückgehen? Er will von Judäa nach Galiläa gehen und Jesus sagt, es gibt eine Notwendigkeit, durch dieses Gebiet zu gehen, aber eigentlich sind die Leute aus Judäa hier außen lang gegangen oder haben andere Wege gefunden, über den Jordan rüber, an dem Gebiet, ja, vorbei, um nach Galiläa zu kommen. Jesus sagt, ich werde diesen Weg nicht gehen.
Es gibt eine Notwendigkeit, warum ich selbst durch das Gebiet der Samaritaner gehen möchte, gehen muss. Und dazu kommt noch, weil Gottes Tempel ja in Jerusalem stand, hatten sich die Samaritaner sogar einen eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim gebaut. Dieser Berg Gerizim wurde zum Mittelpunkt ihrer Anbetung. Ja, sie haben sich quasi einen neuen Ort geschaffen und das führte zu noch mehr Konflikten, zu noch mehr Spaltung und Entzweiung. Das verschärfte den Konflikt. Aber hier ist das, was Jesus tut. Obwohl er von all dieser Problematik weiß, wir lesen weiter, sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Man könnte sich jetzt so denken, Jesus, echt jetzt? So? Du hast doch erst mitbekommen, dass sogar die religiösen Führer nun auf dich aufmerksam geworden sind und du lässt echt kein Fettnäpfchen aus, oder? Was werden die wohl über dich denken, wenn sie erfahren, du als jemand, der Lehrer ist, der Menschen tauft, der Menschen unterrichtet, dem Menschen nachfolgen, du als wahrer Jude in dieses Gebiet da reingehst von diesen Unreinen? Jesus, warum? Das sorgt doch für noch mehr Probleme. Jedes kleine Kind weiß doch, wie das Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern ist und du gehst mitten in ihr Gebiet. Na gut, immerhin war es die Mittagszeit, ne? Die sechste Stunde, also gegen 12 Uhr. Da kann man mit nur wenigen Leuten auf den Straßen rechnen und wird hoffentlich nicht im Gebiet der Samaritaner gesehen. Jesus setzt sich an einen Brunnen. Er war müde von der Reise. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, um diese Zeit jemanden dort anzutreffen. Denn ausschließlich früh morgens und spät abends wurde das Wasser geschöpft. Es war einfach zu heiß in Israel um 12 Uhr. War das Jesu Strategie, um ungesehen im Gebiet der Samaritaner unterwegs zu sein? Ich gehe hinein, aber ich bin in geheimer Mission. Deswegen werde ich mich fortbewegen, wenn es unfassbar heiß ist und möglichst wenig Leute mich sehen. War das Jesu Anliegen? Wollte er sich verstecken? Wollte er so unter dem Radar fliegen? Wir lesen mal weiter. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Okay. Offensichtlich wollte Jesus sich und seine Jünger gar nicht verstecken. Schließlich schickt er sie sogar in die Stadt, um einzukaufen. Ich glaube, die Jünger hatten sehr, sehr viele Fragen, als Jesus sagte, da geht's lang. Wir müssen durch dieses Gebiet, wir können keinen Umweg nehmen. Die Jünger fragten sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit über, wo Jesus denn bloß hin möchte und warum in aller Welt er diesen Weg geht. Naja, wenn sie schon mitkommen mussten in dieses unreine Gebiet, dann wenigstens nicht mit leerem und knurrendem Magen. Dafür holt man sich schnell mal was bei McDonald's Sychar oder so. Jesus schickt sie auf jeden Fall, Jungs, geht mal Proviant holen. Sie gehen. Und das zeigt mir, Jesus wollte sich gar nicht verstecken. Er hat sich nicht zurückgezogen in irgendeine Höhle oder in die Einöde. Nein, er schickt seine Leute sogar los. Und dann passiert etwas. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken. Die Jünger sind gegangen. Jesus ist allein am Brunnen. Eine Frau kommt dazu und nun entsteht eine eigenartige Situation, die es so eigentlich nicht geben sollte. Eine Frau kommt um die Mittagszeit, wenn der Tag am heißesten ist und kein Mensch auf die Idee käme, jetzt Wasser zu holen an den Brunnen und sie sieht Jesus, einen Mann aus Juda. Aus ihren Augen ja genauso, der Feind sozusagen. Sie haben kurz Blickkontakt. Jesus sieht diese Frau und er tut dann das Unaussprechliche. Er spricht sie an, als Mann, als Jude. Er spricht eine Frau an und dazu noch eine Samaritanerin. Hey, und damit war der Bogen eigentlich überspannt. Auch an der Reaktion der Frau kann man das erkennen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Sie hat nicht damit gerechnet. Vermutlich hat sie ihren Blick gesenkt, also möglichst nicht, nee, ich sehe ihn gar nicht und so, ich hole mein Wasser und dann bin ich weg. Aber dieser Jesus, der da steht am Brunnen, er sieht sie und spricht sie an. Er bittet sie, gib mir etwas zu trinken. Die Kluft zwischen uns ist doch viel zu groß. Wie kann das sein, dass mich dieser jüdische Mann, dieser Jude anspricht? Es gehört sich nicht, dass ich hier gefragt werde und einfach so um etwas gebeten werde. Wir sind uns doch fremd, das macht man nicht.
Und weißt du, dennoch ist Jesus gerade zu diesem Zeitpunkt an dem besagten Ort, an gerade diesem Brunnen, allein mit dieser Frau aus Samarien. Warum? Wir erinnern uns, es war notwendig, dass Jesus durch Samarien reiste. Es war notwendig. Er musste genau da sein und nur er allein wusste, warum. Das Gespräch der beiden geht weiter. Ich möchte uns einen längeren Text lesen. Jetzt beginnt ein Dialog. Die beiden sind im Gespräch und Jesus sagt hier sehr erstaunliche Worte. Ich werde es vorlesen, du kannst es mit deinen Augen mal hier vorne mitverfolgen. Also die Frau fragt, wie kann das sein, dass du mich ansprichst? Sie ist überrascht. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus spricht die Frau ja mit einer Bitte an. Und Jesus bittet um Wasser und das Thema Wasser wird erstmal Gegenstand ihres Gesprächs. Und was Jesus direkt tut, als das Gespräch eröffnet wurde, Jesus bietet ihr qualitativ besseres Wasser an, als das, was sie aus dem Brunnen schöpfen kann. Sagt Jesus bittet erst um Wasser und dann sagt er, wenn du wüsstest, wer ich wäre, du würdest mich bitten, ich habe besseres Wasser. Er spricht von Quellwasser, von lebendigem Wasser. Das Wasser aus dem Brunnen war grundsätzlich in Ordnung, aber nicht ganz so gut wie frisches Quellwasser. Denn das Wasser im Brunnen sammelte sich einfach, dort sammelte sich Tau und Regenwasser. Aber Quellwasser ist in Bewegung, das hat eine ganz andere Qualität. Und die Frau denkt die ganze Zeit, es geht wirklich um Wasser. Dann fragt sie ihn, sag mal, Jesus, ist ja nett, dass du mir das Angebot machst, ne, aber frisches Wasser hier, irgendwie weit und breit ist nichts, deswegen ist ja auch der Brunnen da. Wie willst du es mir überhaupt geben? Du hast nichts, womit du dieses Wasser schöpfen könntest. Kein Eimer, keine Schüssel, nicht mal einen Löffel, ja, keine Wasserpumpe, kein Schlauch, gar nichts. Wie willst du das machen? Willst du da runterklettern? Ey, das ist feucht, das ist rutschig, das ist gefährlich, das macht man nicht. Wie willst du es mir geben? Jesus wird das gefragt von ihr. Jesus antwortet gar nicht drauf. Er will gar nicht darauf hinaus, ihr Wasser zu geben, dass sie wirklich trinken kann, dass sie anfassen kann. Jesus beantwortet diese Frage gar nicht. Er ignoriert sie einfach. Und er spricht weiter über die Qualität des Wassers, das er anbietet. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, wird niemals mehr durstig sein. Und nicht nur das, sondern dieses Wasser besitzt die Fähigkeit, in sich selbst zu einer Quelle zu werden und fließt unaufhörlich bis in die Ewigkeit. Als ich von diesem Wasser neu ließ, kam mir etwas in den Sinn. Wahrscheinlich eher die Jüngeren hier unter uns werden das Spiel Minecraft kennen. Wer kennt das? Minecraft? Ich will es dir ganz kurz erklären. Du bist ein Männchen in einem Spiel und deine ganze Welt ist in Blöcken, okay? Nichts ist rund, alles ist eckig. Und deine Aufgabe ist es, du landest auf irgendeiner Karte, du gehst los mit den Händen, musst dir irgendwie, keine Ahnung, eine Axt bauen und Holz sammeln und Erde sammeln und so weiter und so fort und musst anfangen, so dein Leben dort aufzubauen. Ja, kannst dich verbünden mit den anderen, mit anderen chatten und so. Ganz lustiges Spiel eigentlich. Und in dem Spiel gibt es einen Block, das ist der Wasserblock, okay? Und dieser Block ist total heftig. Soll ich sagen, warum? Weil wenn du diesen Block nimmst und irgendwo hinsetzt, dann fließt Wasser unaufhörlich in alle Richtungen. Es fließt einfach die ganze Zeit Wasser. Es hört nicht auf. Das ist eine, man fragt sich, woher ist dieses Wasser gespeist? Ja? Im natürlichen Leben ist es, funktioniert das so nicht, aber in dem Spiel schon. Und das ist auch etwas, was Jesus sagt. Ich kann diesen Wasserblock nehmen, das Wasser, das ich dir anbiete, ich kann das in dich hineinsetzen und es wird fließen und fließen. Und fließen.
Es wird zu einer Quelle in dir, die unaufhörlich immer wieder neues, frisches, lebendiges Wasser hervorbringt. Menschlich? Hä? Wie soll das gehen? Wahrscheinlich waren die Macher von Minecraft inspiriert von Johannes Kapitel 4, als sie diesen Wasserblock geschaffen haben. Nach Aufzählung dieser qualitativen Merkmale dieses Wassers ist die Frau überzeugt. Und sie sagt, krass, krasses Wasser. Jesus, ich will dieses Wasser haben. Ganz ehrlich, wenn ich mir das so durchdenke, dann wie fantastisch wäre das, dass ich nie wieder hierher kommen muss. Wie großartig wäre das, dass ich in der Mittagshitze nicht mehr mein Haus verlassen muss und mir einen abschleppen muss, um in diesem Brunnen das Wasser holen und zurückzukehren. Jesus, ja, gib mir gern dieses Wasser. Mann, das würde mein Leben so erleichtern, das wäre ja so fantastisch. Und Durst hätte ich auch nicht, wie auch immer. Das hört sich richtig gut an, tolles Angebot. Jesus, gib mir dieses Wasser. Was aber meint Jesus wirklich mit diesem Angebot von sogenanntem lebendigem Wasser? Im Alten Testament, das ist die Bibel der Juden, beschreiben viele Verse das Dürsten nach Gott, so wie wenn man nach Wasser dürstet. Hast du schon mal so richtig Durst gehabt? Also so richtig Durst. Du hast dich vielleicht auf eine lange Fahrradtour gemacht, es ist brütend heiß, du bist schon sehr weit weg von zu Hause, weit und breit ist gar nichts und deine Wasserflasche ist schon leer, da sind noch 3 Tropfen drin. Und du merkst, mein Körper braucht Wasser. Ich brauche Flüssigkeit. Hey, egal was, ich würde es jetzt trinken. Ich würde es leer trinken. Ja? Ich könnte 500 Liter jetzt trinken. Es sind 195 Grad im Schatten. Ich vergehe einfach. So ein Durst. Ich möchte uns mal 3 Beispiele aus der Bibel nennen. Psalm 42 zum Beispiel. Da heißt es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Hat jemand von euch schon mal einen Hirsch gesehen, der so durstig war? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, es wird bestimmt ein YouTube-Video geben. Ja? Wenn die Hirsche so durstig sind und dann so trinken, ja, bestimmt hat das jemand mal gefilmt. Ich habe nichts gefunden. Hätte ich gerne mal gesehen. Aber dieses Bild wird gebraucht. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Jesaja, eine Aufforderung. Auf, los geht's, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Jeremia, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Indem Jesus sagte, dass er lebendiges Wasser geben würde, das den Durst eines Menschen nach Gott für immer stillen würde, behauptete er, der Christus, der Messias zu sein. Denn nur der Christus könnte diese Gabe zuteilen, die das Verlangen der menschlichen Seele stillt, und zwar für immer. Das Verlangen nach Gott. Und ich glaube, dieses Verlangen, diesen Durst, den hat jeder von uns, jeder Mensch. Jeder kennt dieses Verlangen, aber nur wenige können das in Worte fassen, was das ist. Jeder ist dieses bemüht, dieses Verlangen in seiner Seele, da ist so ein Durst, ob du es so nennen würdest oder nicht, irgendwie zu stillen. Da ist ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Durst nach wahrem Leben. Und mit allen möglichen Dingen versuchen wir Menschen oft, dieses Loch zu füllen, diesen Durst. Und in Wahrheit trinken wir Salzwasser. Der Durst wird noch größer. Es fühlt sich so an, als würde es helfen, aber der Durst wird noch größer. Und so auch diese Frau aus Samaria. Aus dem weiteren Gespräch erfahren wir, was es bei ihr war. Jesus hat lange mit ihr über das Thema Wasser gesprochen und die Frau sagt, Jesus, gib mir dieses Wasser. Und Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ach, wie großzügig. Schau mal, Jesus sagt, ich will das nicht nur dir geben, ich bin bereit, es auch deinem Mann zu geben, dieses wunderbare Wasser, hol ihn doch mal. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus legt seinen Finger bewusst, aber behutsam in die Wunde ihrer dürstenden Seele. Er wusste, was es bei ihr war. Er weiß, was es bei mir ist. Er weiß, was es bei dir ist. Und Jesus scheut sich nicht, es anzusprechen.
Bewusst, aber behutsam legt er seinen Finger in ihre dürstende Seele. Diese Männer haben die Sehnsucht, ihr Verlangen nicht stillen können. Es hielt immer nur für eine bestimmte Zeit. Das, was so vielversprechend war, das, was so erfüllend und die Sehnsucht stillend aussah, konnte es am Ende doch nicht. Es waren leere Versprechungen, die sie sich selbst gemacht hatte. Ach, ich muss nur noch den Richtigen finden. Dann wird all meine Sehnsucht gestillt sein. Und nach einiger Zeit merkt sie, oh nee, passt nicht, war doch nicht der Richtige. Ich mache mich weiter auf die Suche nach dem einen, dem Richtigen, der zu mir passt. Und wir haben dieselben Hobbys und wir verstehen uns einfach. Und wir können gemeinsam lachen und so. Und man geht in eine Beziehung hinein, wird vielleicht intim miteinander. Und dann merkt man sehr schnell, oh nee, passt auch nicht. Naja, dann muss ich halt weitersuchen. Und ich gehe zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Und irgendwann sollte der Groschen fallen. Nicht das ist es, was mir wirklich Erfüllung gibt, was meine Sehnsucht stillt. Jesus spricht diese Frau schon sehr direkt an und spricht etwas an, was sie zutiefst berührt. Und die samaritanische Frau ist erstaunt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Du scheinst von Gott Wissen zu bekommen, was eigentlich kein anderer Mensch wissen kann. Mit anderen Worten, um das zu wissen, was du eben über mich gesagt hast, gibt es keine andere Erklärung dafür, du musst ein Prophet sein. Denn kein anderer Mensch kann das wissen. Nur Gott, der es dir offensichtlich offenbart hat. Und weil diese Aussage Jesu sie ins Herz trifft, versucht sie etwas. Sie versucht ganz schnell das Thema zu wechseln. Machen wir das nicht auch so? Wenn wir merken, dass uns etwas anspricht, auch da, wo Gott uns anspricht, wo er seinen Finger in unser Herz hineinlegt, das ist ganz oft unsere Reaktion, oder? Sagen, das fühlt sich unangenehm an. Ich muss mich schnell mit was anderem beschäftigen. Vielleicht ist es sogar etwas, das sich sehr fromm anhört, so wie in Ihrem Fall, was sich sehr geistlich anhört. Aber Jesus, schnell weg von diesem Thema, wo ich merke, du legst deinen Finger in mein Herz. Sie will das Thema wechseln und sie stellt Jesus eine sehr fromme Frage. Ja, sie merkt, oh, ein Prophet, ja gut, nee, ich muss den schnell was fragen. Schließlich steht der Tempel in Jerusalem und die Samaritaner haben den Berg Gerizim. Sie fragt nach dem wahren Ort der Anbetung, eine fromme Frage. Sie möchte nicht über ihre Männerbeziehung sprechen, sondern lieber über dieses Thema. Eigentlich ist es egal, welches Thema, Hauptsache nicht über das Männerthema. Nicht über die Leere ihres Herzens und den Durst ihrer Seele. Nicht darüber, dass sie sich schämt und um die Mittagszeit Wasser holen geht, weil die Leute um sie herum schon ahnen oder vermutlich wissen, dass sie diesen ungesunden Umgang mit dem anderen Geschlecht hat. Dann gehe ich lieber in der Hitze, dass mich ja keiner sieht, ja keiner anspricht. Ich will die Blicke nicht ertragen müssen, die mir Leute zuwerfen, die wissen, wie ich lebe und wie mein Umgang mit den Männern ist. Zum Ende dieser Begegnung am Brunnen lässt sich Jesus auf ihre Frage ein und gibt ihr eine Antwort auf diese Frage. Er nimmt das ernst, er übergeht es nicht, sondern er antwortet darauf. Und dann offenbart er ihr, dass er der Christus ist. Er sagt ihr, wer er ist, dieser samaritanischen Frau. Die Frau, die bewusst in der Mittagshitze an den Brunnen ging, um möglichst niemanden zu begegnen, auf einmal ist sie wie aufs Ausgewechselt. Sie erkennt, dass der Messias vor ihr steht und ihre Reaktion ist folgende. Sie läuft zurück in die Stadt. Sie läuft in die Stadt und die Leute, die da noch waren, die so mutig waren, ja, um in der Mittagszeit draußen zu sein, sie ruft und sagt, ihr werdet es nicht glauben, Leute. Ich bin dem Christus begegnet. Er hat mir ins Gesicht gesagt, was sonst keiner über mich weiß. Und durch ihr Zeugnis wurden so viele Menschen an Jesus gläubig. Viele waren angetan von ihrer Geschichte. Hä, wie kann das sein und so weiter. Und Jesus blieb insgesamt noch 2 Tage dort und predigte und viele Menschen fingen an ihn zu glauben. Etwas geschah in ihrem Herzen, als sie erkannte, wer Jesus ist. Und sie erkannte, dass dieses Angebot, was er ihr machte, es war einfach nur großartig, es war fantastisch. Ich glaube, wir belügen uns selbst, wenn wir meinen, außerhalb von Gott wahre Erfüllung zu bekommen und zu finden. Ich will dir sagen, du kannst mit deiner Suche aufhören und heute Morgen bei Gott neu anfangen. Sein Angebot des lebendigen Wassers ist auch heute noch gültig. Und weißt du was? Es ist notwendig, dass du diese Botschaft heute Morgen hörst. Jesus will die Not deines Herzens wenden. Es ist notwendig, dass du es hörst.
Weißt du, Wasser schmeckt am besten in der Wüste. Oder? Hey, ein Glas Wasser bleibt immer ein Glas Wasser. Aber die äußeren Umstände und der Durst bestimmen den Wert, den dieses einfache Glas Wasser für uns hat. Wenn ich in Deutschland lebe und ohne Probleme zu jeder Tages- und Nachtzeit an einen scheinbar nicht endenden Vorrat von Wasser komme, dann ist ein Glas Wasser nicht viel wert. Ich gehe kurz zum Wasserhahn, ich fülle es mir auf und ich trinke es. Ah, tut gut. Und wenn es leer ist, kann ich sofort wieder auffüllen, gar kein Problem. Das Wasser fließt und fließt. Der Wasserhahn hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber weißt du, wenn ich mich in der Wüste befinde, in der alles austrocknenden Hitze meine Wasservorräte aufgebraucht sind und mir die Zunge am Gaumen klebt, weil nicht mal mehr Speichel in meinem Mund zu finden ist, dann ist ein solches Glas Wasser kostbarer als alles andere in der Welt. Du wirst es mit beiden Händen festhalten und schauen, dass ja nichts verloren geht. Weil du kannst nicht zum Wasserhahn gehen und einfach wieder auffüllen. Du kannst nicht zugreifen darauf, wie du es willst. Die Umstände und unser Durst bestimmen den Wert, den das Wasser für uns hat. Jetzt will ich dir etwas sagen über den Herzenszustand eines jeden Menschen, der Gott noch nicht kennt. Jeder Mensch, der Gott nicht kennt, sein Herzenszustand ist immer Wüste. Und da ist eine Sehnsucht, da braucht es mehr Wasser, lebendiges Wasser. Jeder Mensch geht durch diese Wüste in der Hoffnung, ich will so eine Quelle finden, ich brauche eine Oase. Ich brauche unbedingt etwas, das die Sehnsucht meinen Durst stillt. Das ist der Zustand. Es ist kostbar, aber so oft suchen wir an den falschen Ecken, an den falschen Ständen, die das Leben so hat, was auch immer es sein mag. Der Ort, an dem sich unsere Herzen befinden, ist ohne Gott immer die Wüste. Unsere Herzen sehnen sich stets nach diesem frischen, nach diesem kühlen, nach diesem durstlöschenden, lebendigen Wasser Gottes. Wir versuchen den Durst mit allem Möglichen zu stillen, aber was ich dir heute sagen möchte, ist so simpel. Nur Jesus Christus allein, der Retter, kann geistlich gesprochen Wasser schenken, das in uns selbst zu einer nicht versiegenden Quelle wird und somit den Durst nach Leben, den Durst nach Sinn, den Durst nach Vergebung und Rettung für immer stillt. Die Sehnsucht in deinem Herzen kann einzig und allein der stillen, der es gemacht hat. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er nicht den Umweg gegangen, sondern er wusste, es war notwendig, dass ich durch Samarien gehe. Und er ging dieser einen Frau nach, obwohl er umgeben war von Massen. Man könnte ja sagen, Jesus, wie ineffektiv. Schau mal in Judäa, da sind Hunderte, Tausende um dich rum und du kannst die Massen prägen. Aber Jesus sieht den Einzelnen. Jesus sieht diese eine Frau, deren Schrei nach Liebe, deren Sehnsucht und derer Durst so groß war, dass Jesus wusste, ich muss dahin. Ich muss um die Mittagszeit nach einem langen, beschwerlichen Weg. Ich muss an diesem Brunnen stehen, denn sie wird da sein. Und du bist heute auch da. Jesus übersieht dich nicht. Jesus sieht den Einzelnen. Jesus wusste genau, was es bedeutet, vor Massen zu predigen. Und dennoch sah er immer wieder den Einzelnen. Er sah einen Zachäus, der sich im Baum versteckt hatte, umgeben von Menschenmengen. Aber er sieht den einen, sagt, Freundchen, komm mal runter. Heute muss ich bei dir zu Hause sein. Und er hat Gemeinschaft mit ihm. Jesus sieht dich. Jesus sieht den Durst. Dafür kam er in diese Welt. Um uns Leben zu geben. Um uns Sinn zu geben. Um uns zu retten von aller Schuld und aller Anklage, hat er sein kostbares Blut vergossen. Und weißt du was? Dieses Wasser erhält es dir heute Morgen entgegen. Sag, mein liebes Kind, hast du Durst? Womit hast du schon versucht, diesen Durst zu stillen? Und du merkst doch, nichts hilft wirklich. Darf ich dir etwas anbieten? Darf ich dir Leben anbieten? Darf ich dir lebendiges Quellwasser anbieten? Die Sehnsucht in deinem Herzen kann einzig und allein der stillen, der es gemacht hat. Gott. Und ich möchte dich zurückrufen heute. Die Botschaft ist so simpel. Komm zurück zu der wahren Quelle. Komm zurück zu der wahren Quelle.
Hör auf, wie diese Frau zu suchen in allem Möglichen, Bestätigung zu finden, Liebe zu finden, Annahme zu finden. Sie steckte im Grunde in einer tiefen Identitätskrise. Aber was Jesus ihr zusprach, war neue Identität in ihm. Und sie war von jetzt auf gleich verändert. Etwas geschah in ihr. Ich lade uns ein, dass wir uns einen bewussten Moment nehmen, in dem wir reagieren möchten. Ich lade uns ein, wir können gemeinsam mal unsere Augen schließen, um uns konzentrieren zu können. Ich halte diese Predigt heute Morgen, weil ich weiß, dass es notwendig ist, dir zu sagen, dir wird lebendiges Wasser angeboten. Er hält es dir entgegen. Und es liegt ganz bei dir, was du damit machst. Jesus drückt sein lebendiges Wasser niemandem auf. Jesus läuft nicht mit einem Eimer umher und bespritzt die Leute, die es gar nicht wollen. Er hält es dir hin wie ein Glas Wasser. Willst du es ergreifen? Willst du es nehmen? Und ich möchte zwei Fragen stellen. Und die erste ist, vielleicht hast du noch nie von diesem Wasser gekostet. Vielleicht sagst du von dir selbst, bin Gott noch nie begegnet. Ich habe keine lebendige Beziehung zu ihm. Aber heute Morgen merke ich, er will mich, er will mein Herz. Er will meine Sehnsucht stillen. Und ja, ich möchte dieses Wasser annehmen. Ich will seine Rettung haben. Ich will, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mich neu macht, von innen nach außen. Heute wurden mir die Augen dafür geöffnet. Er ist der Christus, der Retter. Ihm will ich mein Leben geben. Und vielleicht merkst du, ich bin von der Quelle abgewichen. Ich ließ mich nicht mehr füllen mit diesem lebendigen Wasser, sondern ich habe mir mein eigenes Wasser gesucht. Meine eigenen Quellen, meine eigenen Ressourcen, die so vielversprechend aussahen. Aber ich merke, nichts erfüllt wie Gott. Nichts erfüllt wie der lebendige Gott, der uns liebt. Und ich möchte uns einen Moment der Stille geben, in dem du Gott antworten darfst. Das, was in deinem Herzen gerade ist, ich lade dich ein, sag es ihm, denn er hört dich. Er sieht genau dich. Danke, Jesus, dass du hier bist und danke dafür, dass dein Angebot an Gültigkeit nicht verloren hat, nicht ein bisschen. So wie du dieser Frau in Samarien begegnet bist und ihr lebendiges Wasser angeboten hast, so tust du es heute, so tust du es gerade jetzt und du hältst es uns entgegen. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen auf diese Botschaft reagiert, angesprochen ist und merkt, der lebendige Gott legt seinen Finger in die dürstende Seele, in mein Herz. Und ich will dir sagen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, so ist es dennoch wichtig, dass dein Herz heil wird und dass deine Sehnsucht gestillt wird. Laufe nicht davor weg. Glaube nicht den Versprechungen, die die Welt macht. Wahren Durst löscht nur der Herr. Und heute Morgen bete ich für jeden Einzelnen, der eine Entscheidung getroffen hat. Gott, ich komme zu dir. Hilf mir, meine eigenen Quellen loszulassen und hilf mir, die wahre Quelle, die Quelle, die von dir kommt, zu finden ganz neu. Ich möchte dich segnen mit Kraft. Ich möchte dich segnen mit Durchhaltevermögen. Ich möchte dich segnen mit geöffneten Augen, dass du die wahre und die falschen Quellen unterscheiden kannst. Dass Gott dir einen Blick auf dein eigenes Leben gibt, wo du vielleicht bewusst oder unbewusst selbst suchst, selbst gräbst, selbst Erfüllung und Stillung deiner Sehnsüchte finden möchtest. Ich segne dich damit, dass Gott dir eine neue Offenbarung schenkt, wer er ist. Und dass du in ihm alles hast, was du zu einem Leben in Fülle brauchst. Allein bei ihm ist es zu finden. Alle Versprechungen der Welt sind leere Versprechungen. Aber sein Angebot gilt. Gib ihm diese Chance. In Jesu Namen bete ich. Und wir alle sagen: Amen, Amen, Amen.